Hallo Zuschauer, im Folgenden besprechen wir das wahrscheinlich am spätesten kommende Panzer-Review, wenn man es so nennen mag, weil heute geht es um den Tiger Shark und diesen Panzer gab es nicht in boah, vor ein paar Monaten oder so mal zu erspielen, sondern vor mittlerweile 3 Jahren gab es den im zweiten Season Pass überhaupt und also erst war es ja die SummerSlam Season und dann die Hot Wheels Season. Und das ist er, der Tiger Shark. Und ich finde, dass der Tiger Shark wahrscheinlich einer der unterschätztesten Panzer auf Stufe 8 ist. Er ist sehr tödlich. Ich weiß nicht, was sich Wargaming bei diesem Panzer gedacht hat und ich weiß auch nicht, wieso der so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Es ist ein Panzer, der so eine Art eierlegende Wollmilchsau ist, wie man so schön sagt. Das Einzige, was er nicht kann, ist Mobilität. Aber im Rest ist er fantastisch. Es ist ein Leid, mit dem man sehr gut aufklären kann. Es ist ein Leid, mit dem man sehr gut Schaden machen kann. Also das Einzige, was er nicht kann, ist schnell sein. Was ja für ein Leid, also so einer der Kerneigenschaften von einem Leid ist. Was dieser Panzer halt nicht kann. Was kann denn der Tiger Shark? Der Tiger Shark hat die Wahl zwischen zwei Kanonen. Einmal eine Einzelschusskanone und einmal einer Dreischuss-Autoloader-Kanone. Aber ich muss sagen, wer die Einzelschusskanone spielt, der entfesselt meiner Meinung nach nicht das volle Potenzial dieses Panzers, weil das volle Potenzial gibt es erst beim Dreischuss-Autoloader. Und dann kann man mal solche Magazine raushauen. Einmal kackendreist stehen bleiben, ein volles Magazin in den Primo Victoria reinlöten und dann wieder verschwinden. Steht jetzt noch ein E75 TS, der da Sachen macht. Können, was da los ist bei ihm. Und mal gucken, wen wir gleich als nächstes rausklippen werden. Zu den Werten: 1100 Leben, wie man hier sehen kann. Dann 240 Alpha-Schaden. Drei Schüsse im Magazin, das heißt 720 Schaden Intra-Clip Reload, Clip-Potenzial, so heißt es, und ein Intra-Clip Reload von 2 Sekunden. Das heißt, man haut sein Magazin wahnsinnig schnell raus. Jetzt hier auch auf den 53 TP. Der letzte Schuss ging jetzt irgendwo hin, aber ich glaube, man versteht, was der Panzer denn so gut kann. Werden wir auf jeden Fall vor allem im letzten Replay nochmal ganz, ganz deutlich sehen, was dieser Panzer denn gut kann. Da, irgendein Jagdpanzer, drei Schüsse, 720 Schaden. Ganz einfach. Ich gehe einem Kumpel von mir, hat man wahrscheinlich häufiger schon mal in den Videos gesehen, Nussee, der hat in dieser Season auch gespielt, zwar nicht sehr aktiv. Und dementsprechend hat er es nicht geschafft, sich den Tiger Shark zu holen. Und jetzt ziehe ich ihn, ja, quasi täglich damit auf, dass er den Panzer nicht hat. Ja, ist so ein Necken unter Freunden, würde ich das mal nennen. Und da ist auch das schon das erste Problem. Das ist kein Panzer wie zum Beispiel ein Burass oder ähnliches, den man sich einfach irgendwann mal holen kann, wenn er im Angebot ist oder so. Weil dieser Panzer hat eine Lizenz, die Hot Wheels Lizenz. Ähnlich auch wie die SummerSlam-Lizenz. Das heißt, Wargaming kann ihn nicht einfach so verkaufen, weil da ist eine Lizenz drauf und wenn die Lizenz von Wargaming abgelaufen ist, dürfen die das nicht weiter verkaufen. So mein Verständnis. Und dementsprechend gibt es diese Panzer auch nicht, solange Wargaming nicht die Hot Wheels-Lizenz wiederbringt. Es ist natürlich möglich, dass Wargaming irgendwann sagt: Jo, wir bringen das zurück und verkaufen dann den Tiger Shark wieder. Kann sein. Oder vielleicht kann es auch sein, dass sie irgendwann einen Unskinned Tiger Shark rausbringen. Weil das ist ein Panzer, der einzige im Spiel, glaube ich, der genau also dreimal genau gleich existiert. Ne, viermal genau gleich existiert. Aber der Tiger Shark in Orange, in einem Tigermuster, dann den Trailblazer in so einem dunkelgrün, dann den Rip Rod mit schwarz, weiß, rot. Und dann gibt es noch den Fast Track in komplett blau.
Es ist schade, dass es die nicht mehr gibt. Aber ehrlich gesagt bin ich auch glücklich, dass ich diesen Panzer habe. Deswegen, ja, für mich jetzt kein Problem. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja einige unter euch, die diesen Panzer haben. Das müssen dann, ja, die sein, die dann halt dementsprechend lange schon in dem Spiel sind und auch in der Zeit gespielt haben. Weil ich kenne viele, die damals gesagt haben, boah, Hot Wheels Season, so ein Blödsinn. Das hat ja mit Panzer nichts mehr zu tun, spiele ich nicht. Und dementsprechend haben es dann auch wirklich weniger Leute gespielt. Auf jeden Fall meiner subjektiven Meinung nach. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr diesen Panzer habt. Würde mich auf jeden Fall freuen, darüber zu hören. Kommen wir mal weiter zum Werten, ich rede wieder zu viel. Man hat ein Magazin, drei Schüsse und dafür lädt man 15,4 Sekunden nach. Was auf jeden Fall deutlich besser ist als zum Beispiel bei einem Vanguard, wo man dann 24 Sekunden nachlädt. Das ist eine elendig lange Nachladezeit, womit man ja nicht so viel reißen kann, was DPM und Schaden angeht. Dementsprechend hat man bei einem Autoloader wohl bemerkt eine Nachladezeit von ein DPM von 2227. Das ist deutlich höher als beim Vanguard, um 900 höher als beim Vanguard. Fast so gut wie beim Tiger, beim HWK-12. Und zum Beispiel deutlich besser als beim Burrasque, der für das gleiche, das gleiche Clip-Potenzial nochmal 6 Sekunden länger nachlädt. Voll ausgebaut. Das ist natürlich eine Art Privileg beim Tiger Shark, dass man dann so ein Clip-Potenzial hat. Das macht den Panzer schon sehr, sehr gut zu spielen, weil man lädt sehr, sehr schnell nach und kann den Clip dann schnell raushauen, weil 4 Sekunden nach dem ersten Schuss, das ist meistens nicht genug Reaktionszeit für den Gegner, um noch irgendwas zu machen. Häufig ist es ja so, man fährt irgendwo vor und dann merkt man, oh, ich werde angeschossen. Oder 4 Sekunden, manche Heavys sind dann noch nicht so schnell in Deckung oder Deckung zu weit weg. Oder man hat den dann getrackt, den Gegner. Dann kann man da schon einiges mitmachen. Das ist dann sehr ärgerlich. Jetzt hier so ein typisches Tiger Shark-Problem, wie ich finde. Nämlich Munition. Ich nehme sehr, sehr gerne einen HE-Clip mit, weil man hat einen guten HE-Durchschlag, kommen wir gleich noch zu. Aber ist natürlich auch schwierig in solchen Situationen damit dann was zu machen, wenn man dann nur noch schwer gepanzerte Fahrzeuge hier rumstehen hat. 350 TP hält schön still, jetzt habe ich nur noch HE übrig, die ich jetzt noch irgendwie anbringen muss, aber sicher ist, die drei Gegner kriege ich nicht tot, weil so viel Rammschaden kann ich gar nicht verursachen, dass ich einen Full Life T28 wegmachen kann. Das geht nicht. Und noch dazu zwei andere. Das könnte sehr, sehr schwierig werden. Und kleiner Spoiler, unmöglich, die alle noch zu töten. Und dann ist es ja zum Beispiel bei dem Vanguard so, man hat dann diesen Clip-Potenzial. Vanguard hat noch ein bisschen weniger Schaden. Im Magazin, der hat dann 660. Und der Tiger Shark hat dann 720. Der Tiger Shark haut das Magazin schneller raus. Und er ist dann noch besser bewaffnet, wenn man es so sagen kann. Man hat ein. Oder. Das Gun Handling ist auf jeden Fall besser. Sehr viel besser. Man hat hier 0,31 Genauigkeit. Und. Schöner Schuss hier noch auf den SMV, die HE reingetan und eine Einzelzeit von 2 Sekunden etwa. Das heißt, man kann die Schüsse wahnsinnig schnell anbringen, man hat etwa die Einzelzeit des Intra-Clip-Reloads. Das heißt, während man den ersten Schuss abgeschossen hat, kann man den zweiten schon quasi genau in Zeit wieder abgeben. Das geht beim Vanguard nicht. Also da ist der Intra-Clip-Reload noch ein bisschen länger, aber 2,67 Sekunden Einzelzeit beim Vanguard, das ist, wenn man so sagen kann, grauenhaft. Für ein Light.
So, wenn man uns an einen Bulldog denkt, 1,6. So mal in die Runde geworfen. Da ist das Gallenlängen vom Wenger natürlich extrem schlecht. Und da ich hier einen Stabilisator verbaut habe, hier einen neuen Perk-Crew drauf habe, seht ihr auch aus der Fahrt, der Panzer trifft ganz gut. Zum Beispiel im Nahkampf oder wenn man so einen Gegner umkreist, trifft man sehr gut. Anders als beim Vanguard, wo man dann, keine Ahnung, 3 Meter vor einem Panzer fährt und dann schießt man trotzdem in die Kette. Das gibt's beim Tiger Shark sehr, sehr selten. Dann zum Thema Bewaffnung noch der, wie nennt man das? Durchschlag. Da ist mir das Wort einfach entfallen. Durchschlag haben wir auf der Schirmmunition 182, was natürlich sehr, sehr gut ist. Für ein Light zumindest. Klar, im Medium hätte ich nicht gerne den Durchschlag und Heavy erst recht nicht. Aber dann auf der Prävention fühlt es sich wirklich an wie ein Medium, weil er einen Medium-Durchschlag hat. Man hat 250 auf der Heat als Durchschlag. 250 hat zum Beispiel auch ein Type 52 oder ein Super Sherman. Wie viele Spieler den haben. Viele Spieler haben ja aktuell den Super Sherman bekommen. Ist ja nicht lange her. Da konnte man sich den mal erspielen. Ja, zweimal, um genauer zu sein. Und diese 250 Durchschlag, damit kann man jedem Heavy auf der Stufe ordentlich zusetzen. Man kann auch 10er an der Unterwand durchschlagen, was für Lights dieser Stufe sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ich meine, was habe ich hier noch so im Vergleich? M41 Bulldog 210 Durchschlag, das ist jetzt auch nicht so gut. Wenger 215 Durchschlag. Okay, HBK12 habe ich jetzt hier noch. Der hat 250, der hat auch 250. Also, ja, ist halt was sehr, sehr Feines. Vor allem, wenn man dann bemerkt, dass man einen besseren Durchschlag hat als zum Beispiel ein Burrasque oder ein 53 TP, ein 50 TP Prototyp. Der Durchschlag macht einiges aus. Man hat zum Beispiel auch einen besseren oder einen fast so guten Durchschlag wie der UDES 14 Alt 5, ein anderer Medium oder besseren Durchschlag als der Guardian SCG. Dieser Durchschlag, das verstärkt nochmal dieser Light ist vor allem zum Schaden machen da. Es ist aufgrund der Mobilität kein Light, mit dem man hier irgendwie aktiv auf dem Feld aufklären möchte oder schnell in eine aggressive Position kommt, sondern klar, man möchte auch die Aufklärerrolle, wie hier gerade auch, übernehmen, aber wenn man dann hier in der Situation ist, kann man hier dann zum Beispiel mal auf so ein Tiger 2 so ein leckeres Magazin machen, weil man kann es ja. Die Kanone bietet es ja einem an, dass man dann hier auch Schaden raushaut. Werden wir in der letzten Runde nochmal genauer sehen oder haben wir gerade auch in der Runde gesehen, dass man, dass dieser Clip äußerst tödlich ist. Dann hat man nach vorne hin, so kommt es mir auf jeden Fall vor, 3 oder 5 Grad Gun Depression, das gibt das Spiel jetzt hier nicht die genaue Information. Es ist nach vorne, hat man weniger Gun Depression, aber zu den Seiten hat man 8, was ganz in Ordnung ist. Kann man gut mitarbeiten. Das heißt, bin ich dann zum Beispiel vorhin gegen den 53 TP rückwärts angefahren. Natürlich nicht nur, dass ich schneller wegfahren kann, sondern auch damit ich mehr Gun Depression habe, um dann gegebenenfalls auf die Unterwanne oder letztendlich dann halt auf die Kommandantenluke zu schießen. Zum Thema Fluggeschwindigkeit der Granaten. Ihr seht gerade, auf stehende Ziele funktioniert das sehr gut. Aber man hat etwa 1100 auf der Standmunition und 1200 auf der Prämunition. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich beim Tiger Shark, weil hier fliegt die Heat schneller als die APCR. Standardmäßig APCR, Prämunition ist Heat. Sehr, sehr selten, dass die Heat schneller fliegt. Ist bei diesem Panzer so? Weiß jetzt nicht wieso, aber ist natürlich ganz cool, dass man dann halt nicht auf der Prävention, wie zum Beispiel beim HWK-12, elendig langsame Schüsse hat. Okay, beim HWK-12 sind beide Schussarten langsam. Aber zum Beispiel beim Bulldog ist es ein deutlicher Unterschied zur Standardmunition. Oder auch beim E100 kennt man ja.
Man schießt Standardmunition, Nahkampf passt alles, und dann schießt man Premium-Munition auf, ja, mittlere Distanz, und dann fliegen die Schüsse Ewigkeiten. Das kennt man ja von einigen Panzern. Ist vom Tiger Shark nicht so. Also, super. Dann, Mobilität kann ich ja nochmal kurz ansprechen. 58 km vorwärts, das ist gar nichts. Also wirklich gar nichts. Sehr, sehr langsam, der Panzer. Ist halt ein Spähpanzer. Fährt genauso schnell. Und dann ein Leistungsgewicht von etwa 24 PS pro Tonne. Leicht besser als beim Vanguard, aber kein großer Unterschied. Und dann noch die Sichtweite. 525 komme ich hier mit meinem Setup, und das ist fies. Man hat eine Sicht, die Sichtweite eines 10er Mediums auf einem 8er Light, der auch noch sehr, sehr gut Schaden machen kann. Plus, man hat einen Tarnwert von 250 Meter. Das geben manche Mediums nicht her. Zum Beispiel der UDIS 14 Alt 5 spiele ich auf Tarnwert, hat nicht den gleichen. Oder was habe ich hier noch? Draugen. Spiel ich auf Tarnwert, hat nicht den gleichen, hat einen viel schlechteren. Oder Guardian SCG, guter Tarnwert, nicht so gut wie der vom Tiger Shark. Man muss immer so ein bisschen gucken, mit welchem Panzer vergleicht man den, weil es ist für mich, ähnlich wie der HWK 30, eine Art Medium-Light-Hybrid. Es ist kein Light wie ein Vanguard, ich stelle mich in den Gebüsch oder ich gehe aktiv aufklären. Und meine Kanone ist dafür mittelmäßig zum Schaden machen. Gedacht oder fähig. Das geht mit dem Tiger Shark ratzfatz, dass man auf einmal auf Schaden ist. Das werden wir hier auch noch ein bisschen sehen. Oder vor allem im nächsten Replay. Das nächste Replay geht, glaube ich, 4 Minuten, wenn überhaupt. Und da wird auf jeden Fall ordentlich was stattfinden. Und dann ist es ja immer noch so, dieser Panzer ist ja schon 3 Jahre alt. Und man muss sich mal vorstellen, vor 3 Jahren gab es keinen Borask. Der gab es da noch nicht. Mann, war das eine schöne Zeit. Es gab keinen Avery, es gab keinen Taran, keinen Borask. Es gab da das, was damals als super stark war, war der Draugen oder der Ragnarök. Sind immer noch gut. Klar, Ragnarök ist immer noch sehr stark. Aber das war so damals das Ding auf Stufe 8. Und jetzt gibt's einen Borask, jetzt gibt's den NM116, also Panzerjäger. Das hat sich alles sehr verändert. Ob es jetzt gut ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber in der Zeit, wo es noch keinen Borask gab, war der Tiger Shark der Borask. Weil er kann wahnsinnig viel Schaden in kurzer Zeit machen. Er ist relativ mobil für den Schadensoutput. Er hat gar keinen schlechten Durchschlag. Und dann hat er noch Tarnwert und Sichtweite. Wenn man es so mag, ist das der Borask vom Borask. Und das muss man sich vor Augen halten. Klar, jetzt mittlerweile ist der Tiger Shark so untergegangen, würde ich sagen. Man sieht ihn zwischendurch, und ich weiß nicht, ob es euch auch so vorkommt, aber mir kommt es so vor, dass wenn man Tiger Shark sieht, dass es meistens nicht so die besten Spieler sind. So, noch sehr neutral gesagt, würde ich jetzt mal so stehen lassen. Das sind halt häufig die Spieler, die den Panzer damals in der Season sich geholt haben und vielleicht immer noch in, oder die vielleicht damals gespielt haben und jetzt so wieder zum Spiel gefunden haben und erstmal wieder ein Spiel finden müssen, oder schon damals nicht so gut waren und jetzt auch immer noch nicht so gut waren. Würde ich jetzt so deuten. So kommt es mir vor, dass das auf jeden Fall die Spieler sind. Oder es sind welche Spieler, die den Panzer, die sich nicht genug mit dem Panzer beschäftigen und dementsprechend, ja, nicht so richtig wissen, was sie mit dem Panzer tun sollen. So kommt es mir zumindest vor. Kann auch sein, dass ich mich hier irre, aber so meine Wahrnehmung. Und deswegen wird der Panzer häufig auch sehr unterschätzt, wie oft ich mit diesem Panzer nicht ernst genommen werde. Ich habe schon einige 7er Lights mit einem HE-Magazin komplett rausgehauen, weil auf der HE hat man 102 Durchschlag. Das heißt, man kann mit der HE sehr viel Schaden machen, was ja für eine HE nicht üblich ist, dass man so einen guten Durchschlag hat. Vor allem bei einem Light ist es umso besser,
Da man ja häufig im Leitkampf ist. T-71DA kann man einfach rausklippen, man kann einen Zeta rausklippen, man kann einen Vanguard rausklippen, weil 320 Schaden auf der HE, das ist extrem gefährlich. Oder auch einen Borsig kann man so viel Schaden zufügen, einen WT auf EN100, auch nach seinem Turmpanzerungsbuff, kann man ihn immer noch durchschlagen. Es ist sehr, sehr angenehm. Es ist einfach ein sehr flexibler Light, der kein richtiger Light ist. Ähnlich wie der Burrasque für mich. Klar kann man jetzt sagen, er hat einen Schuss mehr im Magazin, deswegen macht er den Schaden ein bisschen verteilter. Und ja, in doppelt so langer Zeit dann halt den gleichen Schaden ist schon was anderes. Aber ich muss sagen, vom Spielstil her ist er für mich genau ein Burrasque. Es ist, ich spiele ihn genau wie ein Burrasque. Vielleicht nutze ich hier und da ein bisschen mehr, dass ich ein Light bin. Und vielleicht nutze ich hier und da ein bisschen meine Gun Depression. Oder nutze weniger meine Mobilität wie beim Burrasque, sondern verlasse mich mehr darauf, dass ich drei Schüsse habe und dass ich vielleicht auch einen guten Heat-Durchschlag habe, was man ja beim Burrasque nicht hat. Zum Thema Spielstil kann ich nur sagen, man versucht immer irgendwo hinzufahren, wo man auf eine gute Distanz Gegner spottet und dann halt seine Magazine versucht anzubringen. Natürlich sollte man immer in dem Bereich sein, selber nicht aufgeklärt werden, aber Gegner aufklären können. Das heißt, jetzt nicht hier ganz vorne mit den Heavies mitspielen, Hauptsache mit Biegen und Brechen sein Magazin anbringen, sondern man sollte es so machen, dass man auf sichere Distanz halt seine Schüsse anbringt, wie auch hier. Ich werde hier nicht gespottet und kann zur Not mich hier hinter einer Düne verstecken und immer so eine Art Backup-Plan haben, wie auch mit dem Burrasque. Nicht nur rein, Hauptsache Magazin, sondern auch, okay, wenn ich jetzt hier mein Magazin mache, wie könnte ich dann wieder wegkommen? Und jetzt hier einer der besten Positionen im kompletten Spiel. Ich sehe hier sehr, sehr selten Leute hinfahren, aber ich weiß nicht wieso. Von hier aus kann man alles ernten, alles. Man kann den kompletten Süden unter Kontrolle halten und das hier ist eine Game-Winning-Position. Diese Position ist extrem wichtig. Wenn ihr hier hinfahrt, habt ihr quasi gewonnen. Je nachdem, mit welchem Panzer ihr hinfahrt. Mit einem schlecht gepanzerten Fahrzeug, was wenig Gun Depression hat, bringt euch diese Position sehr wenig. Aber mit eigentlich allen anderen Fahrzeugen bringt euch diese Position was. Ich kann hier hochfahren, Magazin machen und runterfahren und nachladen. So wie ich es vorhin beschrieben habe. Ich habe genug Deckung hier. Ich kann auf die Distanz spielen, dass ich hier selber beim Schießen nicht aufgeklärt werde. Und kann meine Magazine sicher anbringen und selber die Gegner spotten. Wie es sein sollte. Und das macht diesen Tiger Shark so unglaublich stark. Habt ihr gerade gesehen? 4 Sekunden und der sture Emil war quasi weg. Man kann so viele Panzer einfach komplett löschen. G-Saw, erster Schuss, Brand, zweiter Schuss, dritter Schuss und er ist fast tot. Ich wurde nicht aufgeklärt. Verbaut habe ich hier Tarnetz, damit ich genau das machen kann. Dann eine Optik und einen Stabilisator. Optik, damit ich spotten kann und Stabilisator, damit ich meine Schüsse anbringen kann. Und guckt euch das an. Ich stehe hier, kann vorfahren, Schüsse machen, zurückfahren. Jetzt der Fehler. Wir cappen die gegnerische Basis. Und ich, ja, ich will es, ihr seht schon, ich verkneife es mir hier darauf zu schießen, weil ich nicht möchte, dass wir cappen. Weil ich halt eben schon so viel Schaden gemacht habe und am liebsten noch mehr machen möchte, natürlich. Weil, wer würde in dieser Situation sagen, jo, Schaden reicht mir, ich gehe mir jetzt, keine Ahnung, selber irgendwie, schmeiß mich hier die Klippe runter. Würde niemand machen. Deswegen, die Runde ist leider vorbei. Absolut ärgerlich. 8-4 kombiniert in 3 Minuten irgendwas Spielzeit. Und es haben noch 9 Gegner, 8 Gegner gelebt. Sehr, sehr schwierig.
Dieser Panzer ist absolut geil. Falls ihr einen Panzer habt, würde ich also sagen, probiert ihn einfach mal wieder aus. Ich habe ihn auch aus den Katakomben meiner Garage gezogen und einfach mal ausprobiert und fand ihn fantastisch. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen, wünsche euch gute Gefechte, bis zum nächsten Mal und ciao.